Tom's Talk Time Folge 438. Mach dir ein Facebook-Konto. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich grüße dich heute wieder hier aus dem sonnigen Las Vegas, aus dem heißen Las Vegas, und ich freue mich auf unseren heutigen Interviewgast, denn meine Leitung geht ins wunderschöne Österreich, genauer gesagt ins schöne Wien. Bei mir im Interview ist heute Tom Oberblichler. Tom, schön, dass du dabei bist. Ja, grüß dich Tom, danke für die Einladung, ich freue mich. Sehr gerne. Tom, du hast erstmal einen geilen Namen, den ich cool finde. Überhaupt der Vorname, gell? Überhaupt der Vorname, den finde ich richtig geil. Genau. Nee, sehr cool, dass du heute im Interview bist. Du bist nämlich der absolute Experte, wenn es ums Thema Bücher schreiben, Bücher vermarkten, insbesondere von Ratgebern und Sachbüchern geht. Da bist du einfach der Freak schlechthin, sagen wir es mal so. Denn was ganz besonders ist bei dir: die Bücher, denen du mit verholfen hast, vermarktet zu werden, sind zu knapp 95% alle Amazon-Bestseller geworden, was ja schon mal eine mega geile Nummer ist, dass wirklich fast jedes Buch wirklich ein Bestseller wird. Und das Ganze machst du schon seit 2012. Und genau, das Bücher selber schreiben und anderen beim Bücher schreiben und Bücher vermarkten zu helfen, ist im Endeffekt deine Leidenschaft. Ist das so als Überblick richtig? Genau, hast du sehr schön zusammengefasst. Ich liebe Bücher, ich lebe mit Büchern. Es würde ich sagen, 90% meiner Zeit drehen sich mittlerweile rund um das Bücherschreiben, Bücher vermarkten und hat jetzt immer mehr auch andere Unternehmer und Unternehmerinnen dabei zu unterstützen, mit ihrem Buch halt das Business auf die nächste Stufe zu heben. Cool, ja, was glaube ich auch gerade richtig wichtig ist für Unternehmer oder für Experten, wenn man sich positionieren will, dass man ein eigenes Buch halt rausbringt und das natürlich nach Möglichkeit auch noch gekauft wird. Genau, das ist der Idealfall. Also ja. Es gibt so viele Gründe, ein Buch zu schreiben, und den meisten Autoren und Autorinnen ist es schon wichtig, dass es auch gekauft und dann gelesen wird. Ja. Völlig klar. Tom, das war natürlich auch gerade nur jetzt ein recht kleiner Überblick über dich. Erzähl doch mal kurz was über deine Person, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht erst kurz was Persönliches. Wer ist der Tom privat, und anschließend was über dein Business? Ja, privat, also privat und Business ist sehr stark vermischt bei mir. Ich bin 50 Jahre, wenn das jemand interessiert. Ich bin verheiratet, und vielleicht etwas, das mich unterscheidet von anderen, ist, ich habe einen fixen Outdoor-Tag die Woche. Das heißt, ich bin einen Tag jede Woche draußen, meistens in den Bergen, und schaffe mir so meine Regeneration. Und bin, glaube ich, ein sehr flexibler Mensch, weil ich hatte überhaupt nicht vor, Buchmentor zu werden. Was ich jetzt bin, das ist mir passiert. Es kam mir als Gelegenheit entgegen, auf dem Weg ein NLP-Institut aufzubauen, habe ich das erste Buch selbst gemacht und bin halt da auf diese Goldader, wie man sagen kann, gestoßen, dass Amazon damit gerade mit dem Kindle Direct Publishing Programm die Tore aufgemacht hatte, da so 2011, 2012 auch im deutschsprachigen Bereich, und bin da direkt reingesprungen. Und ja, ich habe das erste Buch damals gar nicht mit der Absicht geschrieben, damit Geld zu verdienen, weil ich damals noch voll war mit diesen Glaubenssätzen, Schreiben ist eine brotlose Kunst und solche Sachen, und war maßlos erstaunt, wie viele Menschen das dann gekauft haben und dass da auf einmal Amazon begonnen hat, mir Monat für Monat Geld zu schicken, und das jetzt mittlerweile schon 4 Jahre lang. Ja. Gibt Schlimmeres, oder? Das ist einiges. Ich hab's schon getestet, ja, aber das ist wirklich geil. Ja. Das glaube ich dir. Okay, cool. Danke erstmal für den Einblick. Stell dir mal vor, du bist auf einer Speed Network Party und du hast ja 10 Sekunden Zeit, dein Business den Teilnehmern vorzustellen. Tom, was sagst du? Ja, also mein Name ist Tom Oberbichler und bb-wonderful.at ist meine Seite. Ich mache Bücher, das heißt, ich helfe Unternehmer und Unternehmerinnen, mit einem Buch, mit einem Ratgeber oder Sachbuch ihr Business auf die nächste Stufe zu heben. Wie reagieren die Leute drauf? Kommen dann gleich viele auf dich zu und sagen, oh Mensch, Herr Oberbichler, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. Und was haben sie da für Tipps? Oder ist das eher so von wegen, Buch schreiben, warum sollte ich das tun? Du, das ist total lustig, weil wie ich damit begonnen habe, 2012, ja, da habe ich das gemacht, und nachher sind ein paar gekommen und gefragt, Bücher, was soll ich mit Büchern? Ja? Und mittlerweile, also seit letztem Jahr ganz konkret, 2015 ist das so richtig dann durch die Decke gegangen,
Jetzt kommen die Leute meistens schon vorher zu mir und fragen mich, hey, du machst doch was mit Büchern, ich habe da eine Frage, und wenn ich davor dann, wenn ich da fertig bin mit dem Pitch, wenn die Runde vorbei ist, habe ich immer 3-4 Gesprächspartner, die sich da anstellen und drüber reden wollen, weil die Leute einfach heute schon wissen, dass da enormes Potenzial drin ist. Also ich brauche den Leuten nicht mehr erzählen, dass ein Buch eine gute Idee ist, sondern das wissen die Leute schon, und dann kriegen sie mit, dass ich ihnen da helfen kann. Also das sind zum Glück sehr einfache Gespräche, die ich dann mittlerweile führe. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die sich bei solchen Gesprächen entwickeln oder bei angehenden Autoren aufkommen? Naja, also die eine Frage ist schon, kann ich wirklich Geld verdienen damit? Ne? Mhm. Weil viele da noch einen großen Zweifel haben. Mhm. Die andere Frage... Und kann ich? Yes, also du konkret, wenn du mich fragst, auf jeden Fall, ja. Das ist natürlich, wir arbeiten ja dann nicht im luftleeren Raum, also ich auch nicht. Ne? Und ein Buch und ein Business sind in meiner Welt miteinander total organisch verknüpft. Das ist ja auch die Art, wie ich arbeite mit den Leuten. Mhm. Und wenn du jetzt eine Community hast und zu einem bestimmten Thema dir da ja einen Austausch, eine Kommunikation mit Menschen aufgebaut hast und über das Thema ein Buch schreibst, dann kannst du damit nicht nur Geld verdienen, kannst du gut Geld verdienen damit. Mhm. Ja. Okay, sorry, hatte ich unterbrochen. Ja. Was sind die weiteren Fragen, die noch so kommen? Naja, was auch so ein Klassiker ist, pass auf, es gibt schon so viele Bücher da draußen zu meinem Thema, warum soll ich jetzt noch ein Buch schreiben? Braucht das überhaupt jemand? Mhm. Ja, das wäre auch noch so eine ganz, ganz typische Frage. Was ist da die Antwort drauf? Weil ich meine, das ist eine berechtigte Frage, die man, wenn ich mal reingucke und von wegen, es gibt jetzt so und so viele Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und ich will jetzt auch noch eins dazu schreiben, warum sollte man meins lesen? Naja, also die kurze Antwort, die ich hier so ganz, ganz allgemein gebe, ist die, das kommt darauf an, wie persönlich du dein Business dir aufgebaut hast. Ja? Mhm. Also ich glaube, das ist so, wenn wir einen Bereich nehmen, wie ich habe meinen Background, habe ich viel mit NLP, neurolinguistischem Programmieren zu tun gehabt. Da gibt's jetzt also nur einfach irgendein Buch zu schreiben, wo da NLP-Übungen drinnen stehen, würde ich sagen, ist der Bedarf nicht sehr groß. Da gibt's wirklich schon viel. Nur wenn du jetzt, du machst Podcasts zum Beispiel, ne? Und du machst aber nicht irgendeinen Podcast, sondern du machst es auf eine sehr spezielle Art und Weise, die wirklich mit dir viel zu tun hat, ja, mit deinen Vorlieben verknüpft ist, und du bist halt auf Reisen dabei und alles Mögliche, wie du es tust. Und je persönlicher dann du das Buch machst, also je mehr du von deinen persönlichen Erfahrungen und Analysen und Einschätzungen, Erfolgen und auch Niederlagen berichtest da drinnen, desto größer ist die Chance, dass draußen Leute sind, die wirklich genau auf dich warten und auf deine Stimme, weil du kennst es sicher auch, es gibt so viele Bücher und ich lese irrsinnig viel, das gehört zum Schreiben auch dazu, ja. Und dann ist immer wieder mal ein Buch dabei, wo ich so ein oder zwei Gedanken mitnehme, wo ich auf einmal was verstehe, was mir 100 andere Leute schon vorher gesagt haben, aber ich habe es nicht verstanden. Das stimmt, ja. Und da liegt ein bisschen so die wenn du glaubst, du hast wirklich was Persönliches da reinzugeben, dann los, dann mach das und versteck dich nicht, und dann kann ich mir vorstellen, dass das super passt. Ja. Mhm. Okay, cool. Dann noch eine dritte typische Frage, die sich so stellt. Wie soll ich das in meinen Tag unterbringen? Ich habe so viel zu tun, wann soll ich schreiben? Ja, auch eine sehr nachvollziehbare Frage. Da bin ich jetzt auf die Antwort gespannt. Naja, also und die erste Antwort ist die, also dein Tag hat 24 Stunden, ne? Und der ist voll. Und wenn du jetzt beginnst, ein neues Projekt zu machen, wie ein Buch und ein Ratgeber schreiben, ein Sachbuch ist für die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen eine Frage, wo du schon einen Zeithorizont von einem halben Jahr einplanen darfst. Auch so lange, okay. Naja gut, manche schaffen es in 3 Monate, aber ist meine Erfahrung ist die, dass das wirklich wenige sind, weil, warum? Weil das geht nur dann, wenn du dem Buchprojekt wirklich höchste Priorität gibst, Tom, weißt du? Klar. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich kann es mir einplanen, indem ich bestimmte andere Sachen nicht mache. Also Klassiker wäre, wenn jemand noch fernschaut, Fernsehen streichen, dafür schreiben, dann ist das sofort untergebracht. Mhm. Aber auch so eine halbe Stunde und wenn es wirklich jetzt ganz dicht ist, dein Programm, also 15 Minuten am Tag, denke ich mir, ist nur eine Entscheidung. Ja, also das kriegt jeder unter.
Und dann brauchst du halt entweder länger oder kürzer, ja. Aber das geht schon. Weil reicht das denn wirklich, wenn man sich einfach nur mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde am Tag nimmt? Weil ich habe halt auch mal, ich weiß gar nicht mehr wo, da habe ich mit welchem unterhalten, die sagten, ja, die sich nehmen sich dann für eine Woche oder zwei Wochen Auszeit, fahren in die Berge auf irgendeine Hütte und dann schreiben sie da innerhalb von 1, 2, 3 Wochen, schreiben sie halt da ihr Buch. Aber das ist ja jetzt nichts, was jeder einfach so machen kann, sich mal eben 1, 2 Wochen Auszeit nehmen. Zum einen und zum anderen ist es ja auch noch eine Frage der, ja, des Hauptjobs, des Finanzierens, den ja die meisten Menschen noch haben. Man muss ja auch noch normal arbeiten und schreibt dann nebenbei irgendwo sein Buch. Ja, also das eine ist, weißt du, Menschen sind echt unterschiedlich und ein Job, den ich halt habe in der Zusammenarbeit, wo ich den Leuten helfe, ist auch ein bisschen herauszufinden, was entspricht denen. Weil was habe ich davon, wenn irrsinnig viele Kapazunder im Zeitmanagement und solchen Bereich mir sagen, ich soll um 5 aufstehen und eine Stunde schreiben, bevor der Tag beginnt, wenn ich um 5 Uhr nicht kreativ bin, sondern einfach angefressen, weil ich lieber im Bett liegen mag. Also das ist dann, für manche Leute ist das super, für andere nicht. Und wenn jetzt jemand ist, der diese Ruhe in der Nacht schätzt und irgendwann um 11 am Abend beginnt zu schreiben, ist auch gut. Ja? Mhm. Und manche Leute können mit diesem, so, ich nehme jetzt ein Wochenende, ich nehme jetzt 1, 2 Wochen und fokussiere mich dann wirklich auf ein Thema umgehen. Mhm. Ich selbst mache das manchmal. Mhm. Dann ist das ein super Tool, aber das musst du auch durchhalten. Ja? Also dann die Priorität und den Fokus in der Zeit wirklich auf das eine Projekt zu richten. Und was vielleicht den Anreiz ausmacht, ist eben, wenn du da das Buch wirklich als Teil von deinem gesamten Business betrachtest. Ja? Also wenn dir klar ist, dass du einerseits, dass du nicht Zeit aus deinem Business rausnimmst, um dein Buch zu schreiben, sondern dass du die Zeit, wo du an deinem Buch arbeitest, an deinem Business arbeitest. Weil ein Aspekt, den viele nicht klar haben, ist der, wenn du jetzt zum Beispiel ein Spezialist bist in deinem Bereich, ja, sagen wir mal Beziehungen und Liebesdinge, und du fangst an, ein Buch drüber zu schreiben, wirst du selbst fachlich besser, weil du deine Gedanken nochmal ganz neu ordnen musst. Du musst jemand anderen das erklären und nicht in einem Gespräch, wo du permanent herumtanzen kannst, wie wir beide jetzt und nachfragen, sondern du musst das so strukturieren und aufbauen, dass das ein anderer, der nicht so viel Wissen hat wie du, trotzdem nachvollziehen und lernen kann. Ne? Mhm. Also das ist eine Investition wirklich auch in die Qualität deiner ganzen Dienstleistung und deiner Arbeit, die du machst. Und wenn dir das klar ist, denke ich mir, du brauchst natürlich die Motivation, um das durchzuziehen. Ne? Also man lernt im Endeffekt selber, indem man anderen lehrt. Genau. Ja. Okay. Cool. Ja, also super spannendes Thema und auch die ganzen Fragen, die halt damit drumrum sich auftun. Also gerade diese drei typischen, die du gerade gesagt hast, die kommen mir selber auch nicht unbekannt vor, das muss ich auch gestehen. Darum muss ich da auch echt so lachen, wo du genau die drei genannt hattest. Mhm. Lass mal ein bisschen über dein Business beziehungsweise über das Ergebnis deines Business reden, und zwar über das Thema Geld. Du hast es gerade schon angesprochen, dass du junge oder Autoren generell unterstützt. Wie schaut das denn jetzt aus? Wie und womit verdienst du jetzt ganz konkret dein Geld? Was sind deine Produkte oder Dienstleistungen? Naja, also das ist relativ einfach. Also ich habe lange gebraucht, aber mittlerweile habe ich ein ganz einfaches Angebotspalette. Also ich biete im 1:1 Buchmentoring-Pakete an, wo ich die Leute schon über 3 oder 6 Monate begleite und ihnen helfe, da das Buch ins Business zu integrieren. Die Schwerpunkte sind unterschiedlich. Manche brauchen mich, ums Strukturieren und gut aufzubauen, das Buch, und um das Schreiben in den Alltag zu kriegen. Viele brauchen mich, um das Buch so als Kontaktgenerator zu entwickeln, da die eigene Community aufzubauen und dann auch das Buch halt gut zu platzieren am Markt und erfolgreich zu vermarkten. Ne? Und das mache ich eben schwerpunktmäßig im 1:1. Ich habe da letztes Jahr eine Grundsatzentscheidung getroffen. Da war ich so, wo ich begonnen habe, ausgebucht zu sein, habe ich dann auch so diesen, ich sag mal, Druck verspürt, mich aus den Prozessen rauszudefinieren, wie es so schön heißt, also da Online-Gruppenprogramme anzubieten und die meine Arbeitszeit sozusagen zu reduzieren. Nun habe ich dann gemerkt, dass ich habe ein Gruppenprogramm, das läuft aber nur einmal im Jahr, weil ich im 1:1 immer noch so viel
dazulerne auch und auch noch Spielraum sehe. Also weißt du, natürlich mit jedem neuen Kunden mache ich neue Erfahrungen, mit jeder Kundin, die zu mir kommt, lerne ich was Neues dazu. Je erfolgreicher ich bin, desto erfolgreicher sind die Leute, die zu mir kommen, desto anspruchsvoller werden sie in mancher Hinsicht auch. Und ich habe also da beschlossen, da dran zu bleiben und auch die Qualität von meinem Service noch weiter zu verbessern. Und die Gruppe, was ich in der Gruppe anbiete oder wenn ich selber ein Buch schreibe, ist ja im Prinzip das Substrat von dem, was ich in den ganzen einzelnen Prozessen zusammengesammelt habe. Und da ist mein Fokus einfach drauf und ich mag es auch. Weißt du, ich arbeite gern mit den Leuten direkt. Ich liebe das, da in diese Welt einzutauchen. Es ist ehrlich gesagt eine sehr intime Beziehung, wenn du so ein Buch da gemeinsam machst. Ne? Du kriegst schon viel mit von den Menschen und ich stehe drauf. Aber rein wirtschaftlich betrachtet wäre es doch vermutlich lukrativer, das über diese Gruppengespräche oder Gruppentrainings, Online-Kurse, wie auch immer zu machen. Oder liege ich da jetzt gerade falsch? Ich will es nicht allgemein sagen. Für mich, ja, also wenn ich da mir überlege, wie viele Kursteilnehmer ich brauche, um so viel zu verdienen, wie ich mit einem einzigen Mentoring-Programm mache. Ja, also meine Politik ist jetzt nicht, dass ich meine Preise auf der Internetseite draufstehen habe, aber ich bin schon in einem hochwertigen und hochpreisigen Segment angesiedelt, dass ich bin mit den Einnahmen sehr zufrieden, so wie sie jetzt kommen. Lass mich so sagen, ja. Ja gut, das ist natürlich auch eine persönliche Präferenz, wenn du jetzt sagst, du brauchst den Kontakt zum Mensch, was ich durchaus nachvollziehen kann. Das ist natürlich auch völlig legitim, das ist klar. Und von der Preispolitik, das glaube ich schon, dass du nicht unbedingt der Discounter bist, aber das zeigen ja auch deine Ergebnisse. Ich meine, wenn du fast jedes Buch, was du begleitest, zu einem Bestseller wird, ich meine, alle hopp, was so. Ja, weißt du, das ist ja eigentlich eine relativ einfache Rechnung. Also ich mache es zumindest so. Ich überlege mir fürs Jahr ein bestimmtes Umsatzziel und dann in der Folge ein Gewinnziel. Und dann überlege ich mal, wie viele Pakete brauche ich und so strukturiere ich dann ein bisschen das Jahr und das Angebot. Ne? Ja. Und dann so stelle ich halt jetzt da ein kontinuierliches Wachstum auch sicher, dass das für mich nachhaltig ist. Ja. Hast du für Bücher, egal ob du die jetzt begleitest oder eigene Bücher hast, hast du eine Marketing-Geheimwaffe, wo du sagst, Mensch, das ist der 100.000-Euro-Tipp oder der Mega-Bestseller-Tipp, wie ich mit meinem Buch richtig Geld verdienen kann? Naja, also es ist eine Geheimwaffe und auch nicht. Also meine Geheimwaffe ist Beziehungsaufbau. Ja? Ich bin erfolgreich geworden, weil ich ganz langfristig und strategisch Beziehungen pflege und aufbaue und da sehr viel investiere. Das heißt auch, das ist ein Marketingkonzept, das nicht dafür optimale Ergebnisse bringt, um jetzt in ein, zwei Monaten schnelle Ergebnisse zu ziehen. Aber wenn du das über einen gewissen Zeitraum machst und ich sag mal so ein halbes Jahr, ist das schon. Das kann auch schneller gehen, wenn es irgendwie super funkt, ne? Aber das ist langfristig gesehen eine Goldgrube, weil auf vielen Ebenen, nicht nur finanziell, weil natürlich auch total tolle Menschen in dein Leben kommen auf diese Art und Weise. Und vor allen Dingen auf jedes Business zu übertragen, weil Beziehungen, die brauchst du, oder nicht nur aufs Business, aufs gesamte Leben, also völlig egal, ob im geschäftlichen Bereich oder auch privat. Das ist, denke ich mal, langfristig immer das Beste. Und weißt du, und das sozusagen der Tipp dabei ist, ich überlege mir dabei nie, was ich davon haben kann, sondern ich überlege mir, was kann ich für den Menschen tun, wie kann ich dem nützlich sein oder ihr, wie kann ich sie unterstützen und dann entweder fällt mir dann, mittlerweile habe ich ja schon ein recht großes Repertoire, ich mache das ja schon ein paar Jahre lang und wenn mir nichts einfällt, dann fahre ich einfach. Ja. Was kann ich für dich tun, Tom? Sehr geil, du kannst mir die nächste Frage beantworten. Bitte. Wie wichtig ist Geld für dich? Macht Geld dich glücklich? Nein, also weißt du, da wo ich herkomme, ich habe mich für Geld nie interessiert. Ich habe das erste Mal begonnen, darüber nachzudenken, da war ich schon über 40 und habe dann jahrelang meine Übungen bei der wenn ich so Wertehierarchien gemacht habe, damit verbracht, dass ich finanziellen Erfolg nach oben gerückt habe, weil es nie vorkam. Ja. Und mittlerweile funktioniert das auch und er ist gekommen und ich freue mich einfach darüber, dass ich da jetzt einfach mehr Wahlmöglichkeiten habe dadurch, dass ich ich mache meine Investitionen immer aus den Einnahmen aus dem Business heraus und da kann ich halt jetzt, ich kann halt jetzt anders investieren als früher. Wenn ich jetzt zum Netzwerktreffen fahren will nach Hamburg, dann mache ich das und solche Sachen, das finde ich cool.
Insofern freut es mich, aber an sich ist es für mich kein Wert. Also das ist, wie einer von meinen Trainern, der Marc Plätzer, hat mal gesagt, Geld ist ein Austauschmittel für schöne Erfahrungen, damit kann ich ganz gut leben. Ja, ich habe schon gehört, als Geld ist Energieausgleich. Ja. Geld ist eine Energie und man kann damit diverse Dinge einfach ausgleichen. Ich gebe was, dafür kriege ich was und umgedreht. Mhm. Ja, also ich nehme es gern an und also wenn jemand was bei mir kaufen mag, dann und das passt mein Produkt für die Bedürfnisse, dann freue ich mich sehr und bestehe dann auch darauf, dass der Austausch in Geldform stattfindet. Ja. Also eine sehr nette Begleiterscheinung, sagen wir es mal so. Ja. Okay. Ja, nein, und ich mag es. Also, es ist eh nett. Ich freue mich, ich schaue gerne auf mein Konto, ich habe es gerne in der Hand, das geht mir gut damit. Mhm. Cool. Im Laufe von einem Unternehmerleben gibt es ja jetzt auch nicht nur schöne Momente und man schreibt ja jetzt vielleicht auch nicht nur Bestseller, sondern man greift auch mal irgendwo ins Klo oder es gibt Dinge, an die man sich nicht so gern dran erinnert. Mhm. Aber gerade das sind ja oft die Momente, wo wir unheimlich viel daraus lernen können, wenn wir es denn zulassen. Tom, was war bisher so dein schlimmster Moment, den du als Unternehmer erlebt hast? Ja, also ich meine, ich lebe, es geht mir gut. Insofern so ganz schlimm war es jetzt nicht. Eine Situation, die mir schon einfällt, ist, ich habe früher da war ich auch schon selbstständig, als Wanderführer gearbeitet und da war ich auf den Kanaren unterwegs und das war 2006 war das, genau, in der Frühjahrssaison, das ist saisonale Arbeit, also da war ich, im Februar bin ich hingeflogen, Februar, März war ich auf La Palma und hatte dann für den April 4 Wochen in Madeira am Programm, ne, und im Prinzip eine Woche bevor ich nach Madeira geflogen wäre, hat mir dann die Firma, für die ich das gemacht habe, weil das war sozusagen, ich war da selbstständig, hatte aber einen Auftraggeber, wie gesagt, hey Tom, das wird nichts, ja. Und das war schon eine große Herausforderung, ne, weil das war so ein Job, der halt war natürlich super, irgendwo da auf den Kanarischen Inseln leben ist cool, ne. Die Bezahlung war, heutzutage würde ich es nicht mehr machen, aber von einem Tag auf anderen eigentlich keine Einnahmequelle in Aussicht, weil der nächste Job wäre dann erst wieder im September gewesen. Das war schon ein Moment des tiefen Durchatmens, ja, weil ich einfach, erstens war ich tierisch sauer und habe dir dann, weil irgendwie für mich war klar, okay, das ist das Ende dieser Art von Zusammenarbeit, ne? Und was ich daraus genommen habe, ist halt, es hat zwar dann noch eine Zeit lang gedauert, aber mir war klar, dass ich wirklich was Eigenes machen mag, ja, dass ich nicht, auch als Unternehmer, nicht in so einem Zusammenverhältnis arbeiten will, dass ich von anderen Unternehmern so abhängig bin, ja, und da, hilft mir jetzt auch viel in meinem Business, da immer wieder darauf zu achten, dass ich diversifizierte Angebote habe. Also es ist ja im Buchbereich eine große Falle, die auch lauert, ist Amazon ist so attraktiv in vieler Hinsicht als Kooperationspartner und ich habe das selber ausgenutzt. Bis zu dem 2013 war ich mal so weit, dass ich 95% meiner Einnahmen über Amazon gemacht habe. Ne? Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt brauche ich was anderes, weil ich will nicht diese Abhängigkeit haben. Ja. Ja? Ich will mein eigenes. Das ist gefährlich. Ja. Ja. Es ist irgendwie bequem, ne? Weil solange gut läuft, brauchst du dich um nichts zu kümmern, weil immer Geld kommt unter Aufträge. Nur das ist langfristig, gerade wenn du so ein bisschen ein kreativer Geist bist und auch Lust hast und eigene Ideen und die umsetzen willst. Ja. Aber es hat irgendwie damals so begonnen. Das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ja. Ja, ich glaube auch einfach von der Risikostreuung, weil ich meine, gut, jetzt so ein Gigant wie Amazon, der wird jetzt vermutlich nicht von heute auf morgen vom Markt verschwinden, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es mal passieren kann. Du Tom, also ich habe 2013, 2014 habe ich den Wechsel gemacht und dann kam diese Mehrwertsteuerumstellung. Das hat, früher haben wir die E-Books verkauft über Amazon mit 3% Mehrwertsteuer, weil es Luxemburger Firmensitz war. Und dann von einem Tag am anderen kam die länderspezifische Mehrwertsteuer drauf. Na, wer bezahlt die? Ja? Also da waren es nicht mehr 3%, sondern in Deutschland 19% und in Österreich 20%. Ja? Ah, okay. Klar kannst du die Preise erhöhen, aber dann verkaufst du auch weniger. Also das war schon ein Einschnitt und ich war froh, dass ich also nicht einfach jetzt so einen 16-17-prozentigen Einnahmeneinschnitt hatte, weil ich ja damals schon mich verstärkt auf die Beratungstätigkeit fokussiert hatte. Ja. Das habe ich ja mitgenommen. Ja. Okay, wichtiger Punkt. Du hast ja gesagt, dass Bücher und so deine Leidenschaft sind, dass du das alles, egal ob lesen, schreiben, supporten und so weiter. Wie hast du es geschafft, deine Leidenschaft zu finden? Kam die einfach über Nacht? Bist du aufgewacht? Ich mache jetzt mit Büchern oder wie war das?
Nee, weißt du, das darunterliegende ist, dass ich einfach Menschen mag und dass ich, mir war es immer wichtig, einen Beitrag zu leisten zu einer besseren Welt, wenn es so magst, ja, und dieses Menschen zu helfen, sich auszudrücken und auch ihrerseits ihren Beitrag zu leisten, indem sie ihr Wissen teilen, das hat mich immer schon fasziniert, ja, und das mit den Büchern ist mir wirklich in den Schoß gefallen, als ich wollte eigentlich ein NLP-Institut aufbauen, ne? Mhm. Aber ich habe halt geblockt, ne? Einmal die Woche, damals kurze Geschichten über meine persönlichen Erfahrungen mit NLP, und dann habe ich da ein gratis PDF draus gemacht und auf einmal kriege ich mit, dass ich damit Geld verdienen kann, und dann habe ich das genommen und auf einmal habe ich gemerkt, wie viel lieber ich meine Bücher verkaufe, als ich damals die Trainings verkauft habe. Also da Ich brauche mich nicht motivieren, um Marketing zu machen. Also sobald ich eine Gelegenheit habe, über das zu sprechen, was ich mache, mache ich das. Ja, also das ist, ich bin da, so viele Dinge gehen dann von selbst, einfach weil ich kann das gut, ich mag's. Ja, Sprache war für mich, ich habe auch als Übersetzer lange gearbeitet. Ich kann viele meiner großen Stärken und Vorlieben da reinbringen und zugleich auch noch. Das ist aber jetzt ein ziemliches Geheimnis, ne? Ich meine, ich mache ja diese Bücher. Bleibt ja unter uns. Ich mache ja immer noch NLP, Hypnose und das ganze Teil. Aber es funktioniert halt viel besser, weil wir ja, es geht ja nicht um persönliche Veränderungen mehr, sondern es geht um ein Produkt zu entwickeln und dabei verändern sich die Menschen. Also es ist eine totale Win-Win-Situation geworden für mich. Ja. Okay. Wenn du verschiedene Möglichkeiten hast, oder sich verschiedene Wege auftun, sei es jetzt auch im Bereich Bücher oder privat oder was. Wie triffst du deine Entscheidungen? Hast du da so eine bestimmte Strategie, eine bestimmte Vorgehensweise? Ja, also das kommt drauf an. Also wenn es in Bereichen ist, wo ich schon viele Erfahrungen habe, also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, um eine Kooperation oder ob ich mit einem Kunden zusammenarbeiten will oder nicht, dann kann ich mich total auf mein Bauchgefühl verlassen, dass das kommt sofort. Da ist die erste Reaktion zu 99,9% richtig. Und was ich sonst mache, ist schon so ein bisschen eine Visualisierung. Ja, also ich stell mir die meistens 2-3 mögliche Szenarien vor und fühle mich dann rein. Und dann, wenn es wirklich um mich geht, Tom, dann entscheide ich sehr schnell. Und ab dem Moment sind die anderen Optionen für mich nicht mehr existent. Also die sind gelöscht und dann habe ich nur mehr das eine von mir und dann gehe ich drauf zu. Und ich bin dermaßen in der Gegenwart verankert. Ja, also sozusagen, ich verbringe keine Zeit in der Vergangenheit und relativ wenig in der Zukunft. Das heißt, wenn ich mich mal entschieden habe, dann gehe ich. Ne? Und dann so lange, bis die nächste Kreuzung kommt. Ja, also das heißt, du bist mehr ein Bauchmensch, kann man das so sagen? Ja, also intuitiv getrieben, also jetzt nicht so Zahlen, Daten, Fakten mit Plus-Minus-Liste, sondern du fühlst einfach in dich rein. Ja, also Zahlen, Daten, Fakten mache ich zur Not, wenn es sein muss, auch, ja. Aber in der Regel, also ich verlasse mich auf meine Erfahrungen und dann teste ich halt, weil das weiß ich sowieso. Also egal, was ich entscheide, ich muss es dann in der Praxis umsetzen und dann kriege ich ein Feedback. Ne? Und das evaluiere ich dann und mache entweder weiter oder ändere was. Und wie ist das, wenn du mal so bestimmte Tage hast, wo du einfach mal keinen Bock hast oder auf bestimmte Aufgaben, wo du sagst, na, irgendwie, keine Ahnung, heute will ich irgendwie nicht. Wie ist das? Wie kriegst du deinen inneren Schweinehund in den Griff? Naja, also ich habe Gewohnheiten entwickeln ist so ein Steckenpferd von mir und ich habe sehr viel Zeit lange investiert, hat viel mit Schreiben zu tun, auch weil ich es mit Schreiben zum Teil mir installiert habe. Ich habe so ein internes Programm, das automatisch ankickt, dass wenn ich mal so einen schwierigen Tag habe, ja, wo die Dinge mir nicht von vornherein leicht fallen oder ich irgendwie angefressen bin oder enttäuscht oder traurig, was weiß ich was, dann kickt bei mir so ein, okay, was kann ich jetzt machen, ein, und dann mache ich die Arbeiten, die ich sonst, ich mache an den Tagen, wo ich nicht so viel Spaß habe, mache ich die Dinge, die mir eigentlich nie wirklich Spaß machen, und habe Spaß dabei. Das ist ein bisschen der Trick und das Ganze automatisch, da denke ich nicht mehr drüber nach, sondern ich setze mich dann hin, mache die Steuer oder gehe halt, tausche irgendwelche Links aus in den Büchern oder solche Sachen, weißt, eher so Dinge, die meine Kreativität nicht brauchen. Okay. Die mache ich dann. Okay, sehr geil. Tom, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe steht darin, möglichst schnell, spontan und kurz zu antworten. Yes. Bist du bereit? Yes, go. Okay, los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden?
Ich dachte, dass reich werden schlecht ist. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Mach dir ein Facebook-Konto. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Ich mag Menschen. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer und wie gehst du damit um? Ich bin sehr global orientiert und suche mir deswegen gern detailorientierte Partner und Mitarbeiterinnen. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum großen Erfolg gebracht hat? Ich glaube, die Bereitschaft, immer den nächsten Schritt zu machen, bevor er notwendig ist. Ja. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Das ist sehr banal, aber es ist Skype. Damit arbeite ich die ganze Zeit, ja. Okay, ja, es ist banal, aber ich finde es auch geil. Wenn du uns nur ein Buch empfehlen würdest, welches wäre das? Mhm. Worum geht's darin? Was ist das Besondere an diesem Buch? Fool's Crow, Wisdom and Power von Thomas Mails ist ein Bericht über, wo ein Lakota-Schamane aus dem 20. Jahrhundert, einer der größten, seinem Freund, einem protestantischen Pastor genau erzählt, wie er macht, was er macht, wenn er seine Heilzeremonien macht und so weiter. Und das sind total tolle Tools drin, die jeden Menschen, der mit anderen Menschen arbeitet, glaube ich, eine revolutionäre Fortentwicklung ermöglichen. Ja, Hollow Bones ist das Stichwort. Wenn du das Buch anschauen magst, dann wenn du mit Menschen arbeitest, wirst du viel besser werden in dem, was du tust mit dem Rezept. Okay, wenn von so einem Experten wie dir genau eine Buchempfehlung kommt, die so gelobt wird, dann kann man ja nicht anders. Podcast Nation, für euch zur Info. Das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt dein kostenloses Hörbuch auf thomastalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im Probeabo kostenlos runterladen. thomastalktime.com/audiobooks. Tom, die letzte Frage unserer Blitzlichtrunde, sicherlich die verrückteste. Stell dir mal vor, du wachst morgen in einer neuen Welt auf, die ist absolut identisch mit der Erde, aber du kennst niemanden dort persönlich. Du hast aber nach wie vor all deine Erfahrung und dein Wissen, was du jetzt hast. Für Unterkunft und Essen ist für 7 Tage gesorgt und du bekommst noch einen Laptop und 500 Euro zur Verfügung. Mhm. Wie würdest du innerhalb der nächsten 7 Tage ein Business aufbauen und was wäre das für eins? Naja, also Facebook-Konto anlegen wäre wahrscheinlich der erste Schritt, den ich machen würde und dann würde ich mal schauen. Das Business wäre das Gleiche. Ich würde mit Büchern herumgehen und würde einen Schritt wieder zurück machen. Also so wie früher halt alles anbieten, weißt auch. Auch die technische Arbeit übernehmen und anfangen dort in den Facebook-Gruppen herum zu wandern und schauen, wie ich Leuten helfen kann. Ja. Das funktioniert super. 7 Tage ist eine gute Ansage. Das ist recht kurz. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen pushier sein müssen, als ich es normalerweise bin. Aber im Notfall bin ich auch dazu bereit. Aber du meinst, in 7 Tagen würdest du das hinkriegen, den, ich sag mal, ersten Euro schon irgendwie umzudrehen, zu machen? Ja, mit Sicherheit, ja. Okay, cool. Dann muss ich mir keine Sorgen um dich machen. Hoffe natürlich, dass du nie in die Verlegenheit kommst. Okay, Tom, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Deine Stories waren echt sehr cool, sehr inspirierend. Gerade deine Expertise mit dem Buchlaunch, die Tipps, die du mir gegeben hast vorhin. Richtig, richtig cool. Gib unserer Podcast Nation doch noch einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können, bevor wir uns gleich verabschieden. Also der Tipp würde ich sagen, überleg dir das mit dem Buch doch, wenn wir schon so viel gesprochen haben, weil das eine ist das, wenn du heute eine Idee hast für ein Buch, dann hast du die heute. In einem Jahr wirst du eine andere Idee haben und das Buch, was du heute schreiben kannst, kannst du nur heute schreiben, also fang am besten jetzt gleich an. Und wenn du Lust hast, mehr rund ums Buch zu erfahren, dann besuch mich auf www.b-wonderful.at. Dort findest du meinen Podcast, den Buchpodcast, da findest du meinen Blog, viele, viele Gratis-Ressourcen, die ich bereitgestellt habe. Ein Videokurs wartet auf dich, wo du dir ein E-Book, da kannst du dich richtig einmal umschauen und stöbern. Und wenn du dabei Lust auf noch mehr kriegst, dann lass dich überraschen. Wenn du dir das Buch geholt hast, wirst du auch eine Einladung von mir zu einem Gespräch bekommen. Okay, perfekt. Danke dir. Und Podcast Nation, du weißt genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach Tom Oberbichler oder die Nummer 438 in das Suchfeld ein. Du kommst sofort auf die passende Seite zu unserem Interview. Die Website vom Tom ist natürlich auch verlinkt, b-wonderful.at, und seine Gratisprodukte kann ich definitiv empfehlen. Also nicht nur die Gratisprodukte, auch das Kostenpflichtige. Ich kenne beide Sachen, kenne ich schon, und
Mir hat es auch wirklich sehr, sehr viel geholfen. Von daher einfach auf die Seite gehen, sich den Gratiskurs runterziehen, durchblättern, umsetzen. Denn Erfolg kommt vom Tun. Tom, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Vielen Dank, ja, hat mir Spaß gemacht. Schön, dass du hier warst. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz. podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt, denk immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.